Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Genau, zu einer weiteren Folge 7 Days to Die hier im Let's Play Tutorial. Was ist denn mit ihm da? Vielleicht sollte man dem mal schnell eins auf die Mütze hauen hier mit dem tollen Vorschlaghammer. Hm? Klatsch. Also, wie ihr seht, ein Vorschlaghammer aus Stahl in Grau. Ist nicht schlecht. Kann man machen, ne? So, ich habe mir eben gerade nach der letzten Folge, wir waren ja da in der Tankstelle, looten. Schnell mal einen Kaffee reingeschmissen, den einen, den ich gefunden habe. Der baut ein bisschen Ausdauer auf. Dann kann ich wenigstens ein bisschen schneller laufen. Beziehungsweise bin schneller wieder zu Hause. So, ich glaube, die Werkbank hier, die schrauben wir jetzt auch mal ab. Die ist ja eh kaputt. Wo ist denn mein Schraubenschlüsselchen? Dann ist sie weg. Weil sie ist ja eh kaputt. Gibt Erfahrungspunkte, die nehme ich mit. Wenn es auch nicht viele sind. Aber wir brauchen unbedingt einen zweiten Schraubenschlüssel. Ne? Wir haben auch, glaube ich, noch einen Skillpunkt. Ja, wir haben einen Skillpunkt. Wir haben in der letzten Folge den Tüftler gemacht. Wir können also jetzt Arbeitsstationen und Zementmischer bauen. Und wir könnten jetzt Mini-Motorrad skillen. Dann könnten wir das machen. Aber wir brauchen unbedingt einen Schraubenschlüssel, ne? Ohne Schraubenschlüssel geht nichts. Jetzt ist es so, irgendwo, Moment. Altstoffsammlung. Der hier. Schaltet die Fertigung von Schraubenschlüsseln frei. Vielleicht sollten wir das machen. Was für einen Tag haben wir? 5. Ja, wir machen das. Wir machen den Altstoffsammler. Wir machen den Altstoffsammler. Dann können wir nämlich jetzt direkt die Werkbank herstellen. Können uns dann einen neuen Schraubenschlüssel herstellen. Ich weiß zwar nicht genau, was wir dafür brauchen. Mal schauen. Schraubenschlüssel. Der braucht geschmiedetes Eisen. Okay. Braucht also keinen Stahl. Das ist schon mal gut. So. Okidoki. Allgemeines. Da kommt das rein. Die Säure kann da rein. Die Leder. Sachen. Knochen. Kleber. Verrottetes Fleisch kann da rein. Sonst eigentlich nichts. Teile. Da kommt das rein. Das. Der Motor. Das. Das. Der Motor hier. Da sind auch noch Teile. Waffen. Wir hatten eine AK gefunden. Da könnten wir theoretisch auch den Vorschlaghammer mal reinschmeißen. Da haben wir eine Blunderbuss gefunden. Ich habe noch keine Munitionskiste, ne? Hatte ich nicht noch welche von den Dingern? Nee. Hatten wir jetzt auch keine mehr, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann bräuchte ich noch hier von diesen Möbeln. Also, da brauche ich die Nägel für. Da sind 4 drin. Haben wir da auch noch Nägel? Nee. Das muss man gerade ein paar machen. Holz. Ja, so viel brauchen wir jetzt nicht. Machen wir mal 50, wa? So. Wasser. Beziehungsweise Getränke. Schmeißen wir mal alles rein, was damit zu tun hat. Und
Hier bei Nahrung schmeißen wir auch mal rein, was mit Nahrung zu tun hat. Für einen Anfang. Okay, das hier war die Händlerkiste. Da kann das rein. Das. 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 Das, das und das. Die Steroide packe ich da rein. Das packe ich da rein. Und die Schrotmunition. So, hier war meine... Achso, nee. Hier ist die Nahrungskiste. Da kann auch... Aloe Vera Samen, die können da auch mit rein. So, machen wir davon noch ein paar Kisten. Dann haben wir hier noch Messing. Stein, Zement, da können auch die Pflastersteine mit rein. Das ist kein Problem. So, Nahrung, da haben wir noch was. Das ist eher... Obwohl, Mega Crush brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Eisen. So. Dann noch der Amboss rein. Die legen wir mal da runter. So, nehmen wir uns hier wieder die beschreibbaren Kisten. So, dann haben wir da Waffen. Dann machen wir hier Munition. Und hier machen wir Munition ZBH für Zubehör. Und da kommt dann hier halt Schießpulver rein. Zum Beispiel. Das kann da rein, das und das. Da haben wir Teile, dann machen wir mal hier die Mods hin, die wir so finden und eventuell mal irgendwann einbauen. Da haben wir Wasser, Teile, wir bräuchten noch eine Werkzeugkiste. Die würde ich jetzt mal hier hin machen. Werkzeug. So, da kann das rein. Da war, glaube ich, da war Munition. Das war Medizin. Da kommt das mal rein. Die Kiefernsamen, die pflanzen wir irgendwann mal ein. Und dann ist das Inventar auch erstmal wieder leer. Gott sei Dank. So. Okay. Da oben die Kiste haben wir noch frei gerade. Allgemeines. Dann machen wir mal die da rein. So, einschalten. Okay. Dann brauchen wir eine Werkbank. Da brauchen wir mechanische Teile, einen Schraubenschlüssel, einen Klauenhammer. Haben wir beides da. Geschmiedetes Eisen. Na, Moment. Wo habe ich das? Habe ich das eventuell hier drin? Habe ich überhaupt noch geschmiedetes Eisen? Da ist geschmiedetes Eisen. So, und mechanische Teile. Da müssten wir eigentlich hier auch noch was drin haben. Elektrische Teile. Mechanische Teile. Da sind noch mehr Teile. Ach, da haben wir noch Repair Kits. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, können wir das direkt mal hier reinschmeißen. So, jetzt haben wir alles für unsere Werkbank, ne? Die braucht 3,5 Minuten. Sehr gut. Okay. Dann schauen wir mal gerade noch Schraubenschlüssel. Brauchen wir noch 3x Klebeband für. Können wir den auch direkt machen. Achso. Klebeband kommt sonst normalerweise in Allgemeines.
Eisen kommt zu Eisen. Und die Teile kommen zu Teilen. So. Da würde ich sagen, wir nehmen den ganzen Kram hier raus. Dann ist die Kiste leer. So. Und dann fangen wir hier an. Messing und Blei. Okay. Dann haben wir hier noch Zement und Stein. Eisen und Stahl. Da kann das rein und das. Messing. Da kommen noch hier die rein. Gehen wir mal gerade an die allgemeine Kiste. So, verrottetes Fleisch. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Kram hier machen kann. Rezept. Ach, da kann man schimmeliges Brot draus machen. Okay. Dann kommt das in die Medizinkiste mit zu. Hier die Fackel noch rein. Ja, bei Allgemeines können wir auch hier den Dings mit reinschmeißen. Die Farbe noch. Zu den Teilen machen wir noch hier den Kram. Zum Werkzeug kommt der Pinsel. Und hier machen wir mal Benzin und Öl hin. So. Okay. Kann man ja später auch noch mal ein bisschen anders sortieren unter Umständen. Müssen wir noch mal gucken. Schön wäre es, wenn man die Kisten noch färben könnte. Das fände ich cool. Aber das geht leider nicht. So. Werkbank braucht noch 50 Sekunden. Ich würde sagen, wir nutzen die 50 Sekunden und jetzt habe ich halt blöderweise keinen Klauenhammer mehr. Dann muss ich das hier mit aufwerten. Aber egal. Dauert halt länger, aber geht auch. Hauptsache, das sieht nachher schön aus. Wobei mir gerade einfällt, ich weiß noch nicht, ob das hier jetzt so sinnvoll war, die Wand hier bis so, so weit durchzuziehen. Also die Wand bis da hinten durchzuziehen. So. Dann würde ich vielleicht hier dann würde ich vielleicht hier so eine kleine Treppe bauen. So, da kann man hier so später durchgehen. Die Beete sind ja dann so hoch. Dann bist du so direkt im Garten drin. So, das kann weg. Na. Und dann würde ich vielleicht hier tatsächlich mal ein relativ großes Fenster hinmachen. So. Werten wir das mal alles auf. Das gibt halt auch jede Menge Erfahrungspunkte, ne? Wenn man das jetzt... Ach, shit. Haben kein Holz mehr. Okay. Nicht so schlimm. Wir gehen mal Holz sammeln, würde ich sagen. Können wir auch so direkt hier runter hopsen.
Ich hab natürlich jetzt nichts zu essen und nichts zu trinken, weil, warte mal, da gehe ich mir noch was holen gerade. Sonst ist das irgendwie doof. Das. Wir haben auch nichts mehr, ne? Ich muss echt. Also das heißt, wir haben nichts mehr. Wir haben schon aber zu essen. Aber, ist ein bisschen doof. Was sagen denn hier meine Pflanzen? Heidelbeeranbau, die ist fertig, die Kartoffelpflanze. Die Goldrutenpflanze ist auch fertig. So, das heißt, Moment, wir haben, lass mich gucken, 2 Kartoffeln, wir haben 4 Kartoffeln. Und 4-mal Goldrute. Die Goldruten sind ja nicht schlimm, dass wir davon nicht viel haben. Die wachsen ja überall, das ist nicht das Problem. Aber die Kartoffeln sind halt schwierig. Die machen mir nach wie vor Sorgen, die Kartoffeln. Das ist halt echt schwierig, die, also davon viele zu bekommen, ja. Das ist echt nicht so einfach. So, okay. Ach ja, diese komischen Seeds. Die müssen wir halt ab und zu einpflanzen. Immer dieses Ausdauerproblem. Oh Mann. Ganz schlimm. Okay. Weiter geht's. Der nächste Baum. Schauen wir mal. Also wir werden auf jeden Fall bald, sobald wir mobil sind, ist das Schlimmste wirklich gepackt. Dann können wir uns ein bisschen mehr auf andere Sachen konzentrieren. Können wir auch mal was in Ausdauer reinskillen, aber ich will erst wirklich dieses Moped haben. Auch ganz wichtig, wenn ihr so Ausdauerprobleme habt, ne, dann sprintet nicht von einem Baum zum nächsten, sondern geht halt langsam zu Fuß. Ist dann in dem Fall wirklich besser und effektiver. Weil ihr dann keine Ausdauer verbraucht, weil ihr halt normal geht, dann kann die sich ein bisschen regenerieren. Und der Baum liegt ja trotzdem relativ schnell. So, das ist jetzt der Punkt, wo man mal was essen sollte. Problem ist halt, man bekommt nicht so viel Holz dadurch, ne? Mit der Steinaxt, ne? Baut ihr weniger Holz ab als mit der Feueraxt. Also das war jetzt ein 1200er Baum und wir bekommen wie viel Holz raus? Müssen wir mal gucken. 150 Holz mit der Feueraxt. Und mit der kleinen, schauen wir mal gleich, das müsste eigentlich auch ein 1200er Baum sein. Ja. Eben waren es 150 Holz. Ja, das ist auf jeden Fall weniger, vielleicht so etwas über 100 oder so, die da rauskommen. Doch 150. Oh, okay. Interessant. Doch 150 Holz. So, hier kommt doch irgendwas hochgewatschelt. Oha.
So, gib mir meine Pfeile zurück. Du kleiner Mad-Eagle, du. So, sehr schön. Na dann, weiter Holz holen. Es geht halt nicht ohne. Es ist halt so. Es ist blöd, aber es ist halt so. Aber wir steigen ja jetzt wieder auf. Das ist schon mal sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. Müssen wir mal gerade gucken. Wo wir dann sind mit unserer Skillerei. Na toll. Kann doch nicht mehr viel fehlen. Die Linie ist doch schon so gut wie voll. Aha. Level 12 sind wir jetzt schon. Sehr schön. Okay, schauen wir mal rein. Mechaniker. Also wir können die Werkbank, wir haben die Werkbank. Wir können den Schraubenschlüssel bauen. Heißt, wir können jetzt sagen, wir machen den Mini-Motorradmeister. Weil jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Punkt schaffen. Und dann könnten wir uns das große Motorrad bauen. Und dann ist alles gut. Dann können wir auch endlich was anderes wieder skillen. Dann können wir uns endlich wieder auf andere Dinge konzentrieren. Was ich sehr, sehr begrüße dann. Ich bin echt froh, wenn wir das Moped haben, ne? Dann wird sich direkt schlagartig einiges ändern. Diese ganze Latscherei hat dann endlich ein Ende. Und das lohnt sich halt. Es lohnt sich halt am Anfang vom Spiel da drauf zu gehen. Weil das Spiel selber halt noch nicht so schwer ist. Ja. Ja, die erste Feralnacht an Tag 7, die ist kein Problem. Da mache ich mir also wirklich überhaupt keine Sorgen drum. Eine kleine Hordenbase, die einigermaßen was bringt, die ist in ein paar Minuten gebaut. Aber wir brauchen halt das Material dafür. Und das Material bekommen wir nur, wenn wir gut looten können. Und wirklich gut looten können wir nur... Gut, wir haben jetzt ein riesen Inventar. Aber normalerweise, wenn wir jetzt ohne die Mod spielen würde, hätten wir ja ein normales Inventar. Aber wir haben dann das Motorrad, können Sachen aus dem Inventar ins Motorrad verlagern, sind dann... können uns halt auch weiter wegbewegen von der Basis und kommen trotzdem schnell nach Hause. Ja. Darum geht es ja im Endeffekt. Wir kommen schnell überall hin. Und das ist dann die große Zeitersparnis im Endeffekt. So, die zwei Bäume hier, die mache ich noch klein. Dann gehen wir mal zurück. Ach, irgendjemand hat mir auch in die Kommentare geschrieben, ich habe beim Händler vergessen, die erste Etage zu looten. Da könnten wir mal noch vielleicht eben schnell reingehen. Die Zeit verfliegt aber auch, ne? Das gibt's ja gar nicht. Es sind schon wieder 24 Minuten rum. Das kann doch nicht sein. Was haben wir denn jetzt gemacht hier im Spiel? Aber wir haben eigentlich gar nichts gemacht, oder? Außer ein bisschen Kisten sortiert und... Ach Gott, Menschenskinder, wo geht denn die Zeit hin? Ist doch alles nicht möglich, ey. Naja, man kann es nicht ändern. So ist es nun mal. 7 Days ist halt Zeitfresser. So, dann gehen wir aber ein andermal zum Händler. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Hier kann man nichts pflanzen. Das ist ja doof. Das ist ja voll doof, dass man hier nichts anbauen kann. Muss mal reichen für den Anfang.
an Bäumen. Hier steht ja auch noch ein bisschen was rum. Nix wie nach Hause. Wie viel Holz haben wir denn? 1700. Na ja gut, das ist auch schon mal nicht schlecht. Holz, die nehme ich doch gerne mit. So. Okay, dann müssen wir hier noch gerade ein bisschen aufwerten. So, dann muss ich mal überlegen. Mal die Werkbank vielleicht hier rüberstellen. Okay, mal an die Allgemeinkiste dran, an die Teilekiste. Das wird ja dann schon Sinn machen, die Werkbank hier hinzustellen, ne? Leere verstärkte Truhe, die können wir mal wegmachen. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Warum hatten die jetzt 7000? Du blödes Ding, ey. Ach, herrje, ey. Eine 7000er Truhe, ey. Du kriegst die Tür nicht zu. Also ehrlich, ey. Ja, was hast du so gestern gemacht? Oh, hab eine Kiste weggebohrt. Puh, mein Gott, ey. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tage meines Lebens, und damit meine ich im Real Life Tage, ich schon an diesem Bohrer gestanden habe und irgendwelche Dinge in 7 Days weggebohrt habe. Ey, das sind wirklich schon Tage. Das sind Wochen, Monate. Mein Gott, ey. Toll. Jetzt ist der auch noch kaputt. Warum hatten die blöde Kacktruhe da 7000 Schadenspunkte? Ich baue meine Base aus Truhen. Gott sei Dank. So. Ja, warte mal, jetzt muss ich überlegen, wenn wir jetzt die Werkbank ja hier hinstellen. Wenn ich die so hier hinbaue. Oder so. Ah, doch, das geht. Können wir hier noch so. Ich überlege, ob ich mir ein Fenster hier hinterbaue. Kann man so beim Werkeln aus dem Fenster gucken. Ich glaube, das mache ich mal. So. Cool. Können wir hier einen Klauenhammer bauen? Ja, Klauenhammer können wir herstellen. 18 Eisen braucht er. 3 Klebeband. Okay. Eisen habe ich jetzt nichts mehr da, ne? Irgendwie nur noch so ein paar einzelne Barren. Na doch, ein bisschen was ist noch. Also, Moment. Das können wir mitnehmen. So. Und die mal rein. Geschmiedetes Eisen. Ja, können wir ruhig mal 50 Stück machen. Können die da durchtingeln. Wir brauchen ja nur 6 Barren. Ja, die warte ich gerade ab. 4. Ne, Quatsch, wir brauchten für den Klauenhammer. Ja, 18, genau. So, okay, cool. Und Klebeband. Oh, wir brauchen auch Klebeband. Dann machen wir mal so und so. Klebeband. Können wir die auch schon mal machen? Klauenhammer. Achso, da brauchen wir nur Leder für. So. Okay. Den nochmal da rein. Das da rein, das und das. Das kann da auch rein.
Die Seeds mache ich da rein. Das Papier kommt da rein. Die kommt in den Hals. Dann ist sie weg. Die kommt in die Schmiede. Dann ist sie auch weg. So. Messing und Blei. Dann haben wir hier noch ein bisschen Medizinkrams. Wasser, da kommt das leere Glas rein. Das hier kommt zur Nahrung. Die machen wir da runter. Die bleiben im Inventar. Dann machen wir das mal komplett leer. Dann ist die Kiste leer. So. Das kann auch noch da rein. Das andere ist alles Wasser. Beziehungsweise hier das Kaffeepulver mache ich noch da hin. Tun wir das mal sortieren. Vielleicht nehmen wir mal später irgendwann die Seeds da raus. So. Den haben wir nicht. Jetzt kann das Lagerfeuer auch weg. Machen wir uns ein neues Lagerfeuer. Das geht ja schnell. So, schmeißen wir da mal ein Stück Holz rein. Speck mit Eiern. So, kann das auch schon mal vor sich hin brennen. Da ist mein Klebeband und mein Klauenhammer. Klebeband da rein. So, das geht schon wesentlich schneller. Also, hatte ich nicht auch Sand? Irgendwo. Nö. Sand hatte ich nicht. Und wenn ihr jetzt mal unten auf die Leiste guckt, die Erfahrungsleiste, wie schnell das geht, wenn man anfängt, Sachen aufzuwerten. Da hat man also wirklich relativ schnell Erfahrungspunkte mitgesammelt. Kann man sich echt nicht beschweren, also das geht ruckzuck. Ja, den Baumarkt wollte ich ja auch noch looten gehen. Ah, Mensch, Skinner. Die Zeit verringt und verschwindet. So. Hauen wir hier noch ein paar Nägel rein und ein paar Bretter dran. Machen wir uns noch eine Tür. Gesicherte Holztür. Braucht sage und schreibe eine Sekunde, um sie herzustellen. Ein bisschen Eisen für. Habe ich noch welches? Nee. Egal. Ich hätte es ja lieber gehabt, wenn die Tür nach außen aufgegangen wäre. Hätte ich sie müssen, glaube ich, von außen setzen. Ne? Ich weiß es nicht genau. So, okay.
Aber wir haben eine Werkbank, das ist doch schon mal wunderbar. Und uns fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir unseren Motorradfanatiker hier. Das geht jetzt relativ schnell. In der nächsten Folge würde ich sagen, basteln wir hier an der Basis weiter. Woodframes haben wir genug. Holz ist auch noch einiges da. Würde ich gerne hier weiter ausbauen. Dann haben wir den Skillpunkt auf jeden Fall drin. Es wird sowieso gerade Nacht. Vielleicht laufen wir noch kurz zum Händler und verkloppen ein paar Sachen. Und dann schauen wir mal. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr was mitnehmen konntet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge nochmal wieder. In diesem Sinne, macht's gut, bis denn und tschüss.